Also heute haben wir hier 4 Kfz-Spuren, 2 in jede Richtung. Daneben gibt es auf der einen Seite einen sehr schmalen Radweg und auf der anderen Seite gibt es einen Fußweg, den sich Radfahrer und Fußgänger teilen. Das ist ein Problem, weil das hier die einzige Verbindung ist zwischen dem Norden und dem Osten der Stadt. Also wenn ich jetzt von Herdern in die Oberau will oder von Zähringen nach Littenweiler, dann muss ich eigentlich hier irgendwo durch. Auf der einen Seite ist der Wald mit einem riesen Berg, da kann man nicht so einfach drüber fahren, wenn man zur Arbeit will. Und auf der anderen Seite der Straße ist die Altstadt als Fußgängerzone. Das ist auch unangenehm, als Radfahrer durchzufahren. Das heißt, hier müssen super viele Radfahrer durch für ihren täglichen Weg. Und es geht heute nicht auf eine sichere Art und Weise. Und jetzt der Bus. Also das ist ein großartiges Beispiel, wie es eigentlich nicht sein kann. Holy shit! Wir müssen wissen, dieser Schlossbergring ist keine Bundesstraße. Das ist eigentlich eine normale Kreisstraße oder eine städtische Straße. Die eigentliche Verknüpfung der Bundesstraßen findet auf der Bismarckallee statt, auf der Höhe des Hauptbahnhofs. Also eigentlich, wer von der einen Bundesstraße auf die andere will, soll auch dort die Straßen wechseln. Da ist alles vierspurig ausgebaut. Diese Betonhülle hier ist eigentlich nicht notwendig. Die Freiburger Bevölkerung, zumindest 20.000 Leute, haben dafür unterschrieben, dass hier eine sichere Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur hinkommt. Weil wir langfristig überlegen müssen, wie wir den Verkehr in Freiburg regeln wollen, wenn er abnehmen soll. Wir werden die Klimaschutzziele oder die Klimaziele des Pariser Abkommens nicht einhalten, wenn wir so weitermachen wie bisher, indem wir den Kfz-Verkehr priorisieren. Wir müssen das umdrehen. Priorisiert werden muss andersrum. Und das heißt, es muss schwerer werden, mit dem Auto kurze Strecken zu fahren und es muss leichter werden, ÖPNV und Fahrrad und Fußwege zu nutzen. Für eine Vision in die Zukunft kann man eigentlich auch in die Vergangenheit schauen. Dieses Bild zeigt wunderschön, wie diese Ecke, wo man später das Parkhaus gebaut hat, nach dem Krieg noch aussah. Wir sehen rechts am Bildrand die Schlossbergstraße, den heutigen Schlossbergring. Früher eine ganz, ganz beliebte Ecke, wo die Freiburger früher scharenweise hingepilgert sind. Das war das Wirtshaus des Rentschen Felsenkellers. Und das war nur einer von mehreren Kellern. Es gab, je nachdem, welche Lokale man rechnet, mindestens 5, eher 6 dieser Lokale, die sich sukzessive am Schlossberghang angesiedelt hatten. An dieser Stelle sieht es heute so aus. Und ich finde das unglaublich, dass man an dieser sensiblen Stelle zwischen der historischen Altstadt von Freiburg, die teilweise an der Stelle noch gut erhalten war nach dem Krieg, und dem historisch extrem geschichtsträchtigen Schlossberg links, der nicht nur geschichtsträchtig war, sondern natürlich auch Erholungsort war, der romantisch war, wo kleine Wegleine hochgegangen sind, wo es diese Biergärten gab, dass man hier nicht sich gescheut hat, nur in Anführungszeichen, sage ich, für den Verkehr, diese grausame Straßenschneise durchzuschlagen. Also es kann hier oder es soll hier wieder auch ein Stück Aufenthaltsqualität entstehen. Und das geht natürlich nur, wenn man den Kfz-Verkehr deutlich minimiert. Wir schlagen vor, dass diese 4 Spuren für Kfz auf 2 reduziert werden. Und wenn man jetzt nicht unbedingt alles umgraben will, sondern sagt, wir wollen schnell hier was verändern, würden wir gerne die beiden östlichen Fahrspuren, also die am Berg, komplett den Fuß- und Radverkehr zuschlagen und den Kfz-Verkehr auf den westlichen Fahrspuren abwickeln. Das würde dazu führen, dass wir wirklich eine physische Trennung hätten und einen Zweirichtungsradweg machen könnten zwischen Herdern und der Oberau und auch noch Platz hätten für Fußverkehr. Das würde die ganze Straße beruhigen, es wäre sehr viel leiser, es wären sehr viel weniger Abgase. Das ist auch eine der lautesten Straßen für die AnwohnerInnen hier, das ist natürlich auch ein Gesundheitsproblem. Also würden sehr viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn wir hier endlich mal uns zur Verkehrswende bekennen würden und diesen Vorschlag vom Fuß- und Radentscheid umsetzen würden.